Ob sich die Marienburger das so vorgestellt hatten, ihren Eroberungsfeldzug gegen Boris Wüterich, den Nachbarn im Norden, Mittenland, die Provinz, die sie sich aneignen wollten. Drei Siedlungen hatten sie schon besetzt, unter anderem hier Karoburg und zwei andere, und wollten dann mit einer großen Armee, angeführt allerdings bloß von einem einzelnen Hauptmann, gen Norden marschieren, um Boris Wüterich endgültig den Garaus zu bereiten. Da preschte ihnen doch glatt jemand anders in die Flanke. Wir reden natürlich von Karl Franz, unserem Imperator, der hier die Truppen dieser Armee des Hauptmanns gestellt und vernichtet hat. Und Karoburg haben wir quasi befreit. Geben wir allerdings nicht den früheren Herrschern von Middenland, also Boris Wüterich, zurück, sondern das Kaff da, reißen wir uns selbst unter den Nagel. Und es soll nicht das Einzige bleiben. Wir wollen uns noch weitere Beute dazu holen, denn es gibt noch zwei weitere Siedlungen, die die Marienburger sich geholt haben. Das ist ja hinten in Gorssel, in einer anderen Region sogar gelegen. Und dann gibt es hier noch Weißmund. Und um uns das mal komplett anzuschauen, das hier ist die Provinz Das Ödland. Da gehört Gorssel dafür. Ich gehe mal in die Nord-Süd-Achse, und hier auf der rechten Seite, das ist Karoburg, und etwas weiter nach oben, das ist Weißmund, und noch weiter nach oben, Weißmund gehört auch mittlerweile den Marienburgern, und noch weiter oben Mittenheim, die Hauptstadt von Boris Wüterich. Da laufen wir allerdings nicht hin. Unser Plan, ich denke mir, das ist folgender. Wir haben uns jetzt hier Reichland, unsere Kernprovinz, geholt, mit allen vier Siedlungen, als Altedorf die Hauptstadt, mit Eilhard, Helmgard und Grünburg. Jetzt haben wir uns hier im Norden von Marienburg die Siedlung Karoburg geholt. Als nächstes marschieren wir hier rüber, holen uns Weißmund. Dann ist wahrscheinlich Boris Wüterich uns sogar dankbar, dass er seinen Feind in die Knie gezwungen haben. Vielleicht denkt er insgeheim, ach, gibt er uns jetzt die Siedlung zurück, aber das machen wir natürlich nicht. Dann marschieren wir gen Westen, holen uns Gorssel, und dann marschieren wir nach Marienburg. Was natürlich ein bisschen riskant ist, weil, wenn wir in Marienburg angekommen sind, womöglich die schon wieder über eine ordentliche Besatzungsarmee dort verfügen, denn die können ja dann nachrekrutieren. Andererseits möchte ich hier nicht nach Marienburg rüberziehen und hier unsere ganz Reichland schutzlos zurücklassen. Wer weiß, was aus der oder aus der Region noch kommt. Und ich will vor allem auch Zeit sparen. Denn als nächstes würde ich dann ganz gern noch weiter gen Westen marschieren und von Marienburg aus dann noch weiter zu den Schädelquetscher rübergehen. Die sind auch nicht so leicht zu erobern. Die haben doch einen erheblichen Stärke, Rang 16. Kann sein, dass wir die Stadt belagern müssten. Die einzige Siedlung, die sie haben. Und da will ich doch erst hier das Rückland klar haben. Das sind meine Pläne, von denen ich wie selbstverständlich ausgehe, dass sie natürlich funktionieren werden. Ob das so stimmt, weiß nicht. Um uns den Rücken noch ein bisschen freier zu halten, könnten wir natürlich auch versuchen, mit den drei Provinzen des Imperiums, die noch nicht zu uns gehören, mit denen wir uns aber so gut nachbarschaftlich verstehen, vielleicht Schutzbündnisse einzugehen. Die haben zwar nicht unbedingt die größte Macht, aber die sollten uns vielleicht ein bisschen noch davor schützen, dass uns Dritte versuchen, hier in die Kandare zu fahren. Ich rede von Tallabeck, ich rede von Stirland und ich rede von Wiesenthal. Das sind alles drei Mächte, die nicht sehr stark sind, aber die uns sehr gut gelitten sind, und vielleicht kriegen wir das ja hin. Das ist vor allem, sollte das ja auch der erste Schritt darin sein. Ich will ja alle in unsere Konföderation reinziehen, und ich stelle mir das so vor, wir haben ja schon gute Handelsbeziehungen mit denen, und ich stelle mir halt vor, wenn wir ein Schutzbündnis eingehen, ein Defensivbündnis, wo man sich gegenseitig aushilft, wenn man angegriffen wird, da könnten wir vielleicht als nächsten Schritt dann irgendwann die Konföderation bekommen, weil ich darauf tippe, dass ein Schutzbündnis einem ründlich auch ein Plus gibt bei den Beziehungen, einen weiteren Beziehungsbonus. Jetzt wächst er schon in diesen drei Provinzen erstaunlich rasch, hier in Wiesenland von 41 auf 56 derzeit. Militärisches Bündnis dagegen will ich nicht eingehen, das ist ja auch ein Offensivbündnis, das heißt, wenn Wiesenland oder diese beiden anderen Provinzen ihrerseits irgendjemandem den Krieg erklären, vielleicht weil sie denken, der Karl Franz, der hilft uns schon, wenn wir irgendjemand überfallen, dann stehen wir unter Umständen mit runtergelassenen Hosen da, je nachdem, wer da angegriffen wird, und all unsere mühsam ausgeklügelten Pläne, die sind plötzlich, werden dadurch torpediert, dass wir jetzt ad hoc handeln müssen nach anderer Leute Pläne. Das möchte ich nicht. Aber ein Schutzbündnis anbieten und Erfolgswahrscheinlichkeit hoch, vielleicht wäre das sogar noch eine Möglichkeit, weiter unsere Kasse aufzufüllen. Ich frage mal, ob die uns dafür nicht ein bisschen Gold geben wollen, zum Beispiel 900.
stelle fest, dann ist es nur noch moderat. Ich gehe mal auf 600 runter. Dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit immer noch hoch. Das mache ich mal. Übermittle den Vorschlag. Wenn der Imperator es befiehlt, dann soll es sein, stimmt eben von Liebwitz uns zu. Prompt haben wir schon wieder 600 Gold mehr. Klappt derselbe Plan eventuell hier in Stierland ebenfalls? Das klappt nicht. Oder haben wir... Nee, pardon, ich bin immer noch in Wiesenland. Das mache ich oft falsch. Jetzt sind wir in Stierland. Jetzt fragen wir die. It is good to see fellow sons of the Empire. Selber Plan, Schutzbündnis, Erfolgswahrscheinlichkeit hoch. Wie sieht es mit Mammon dafür aus? Wieder die Frage nach 900, wieder etwas zu viel gepokert. Können wir auf 600 runtergehen? Erfolgswahrscheinlichkeit hoch, wird zugestimmt. Selber Plan, hier in Talabekland. Selber Versuch, Angebot, Forderung hinzufügen, Schutzbündnis. Und wie sieht es aus? Zahlen Sie dafür Schutzgeld? Ich versuche es gleich mal mit den 600 und stelle fest, auch das funktioniert. Und schon haben wir nicht nur in drei weiteren Fällen hier, wahrscheinlich ab der nächsten Runde ein weiteres Plus hier an Bonus, sondern außerdem noch 3x6 1800 Gold bekommen für nichts. Vielleicht erinnert ihr euch an die Diskussionen, die wir hatten, in den Kommentarspalten auf YouTube zum Beispiel, aber auch in dem Diskussionsthread zu diesem Let's Play in meinem Community-Forum, ob ich das so taktisch geschickt mache, dass ich hier die Startsiedlung nicht aufbaue, stattdessen auf eine große Armee gehe, obwohl ich Schwierigkeiten habe, die durchzufüttern und darauf spekuliere, dass ich auf anderem Wege, nämlich im Zuge der Expansion, Gold in die Kasse bekomme. Das ist mir dann wiederum erlaubt, diese große Armee auch dauerhaft zu finanzieren. Und ich habe den Eindruck, das könnte gut gehen. Allein hier durch Karoburg und die Bürger dort bekommen wir nochmal 305 pro Runde dazu. Nun ist die öffentliche Ordnung deshalb so dick im Plus, weil wir eine fette Militärpräsenz da haben. 20 plus, Eroberung minus 10. Also kann sein, dass wir gleich irgendwann, sobald die Armee in der nächsten Runde die Besatzungsarmee Karoburg verlassen hat, dass wir dann hier die Provinzsteuern wieder wegnehmen müssen. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Diese 6523, die will ich natürlich trotzdem in was Gescheites investieren. Zum Beispiel haben wir in Reichland, unserer Kernprovinz, jetzt mittlerweile zwei Bevölkerungsüberschüsse. Und wir haben ein Weberhaus bekommen in Grünburg, hier rechts. Das bringt uns 250 Einkommen pro Runde, ohne dass es uns irgendwas kostet. Ich gehe mal in den Gebäudebrowser rein bei Reichland. Und stelle fest, das hatte ich bislang noch gar nicht so richtig erklärt, den Bevölkerungsüberschuss, den braucht man nur in der linken Spalte hier. Das heißt, wenn man bei den Siedlungskerngebäuden, wenn man denen die Ausbaustufen erhöht, das war bei früheren Total War-Teilen teilweise anders, da musste man bei allen Gebäuden, auch bei den Wirtschafts- oder Infrastrukturgebäuden, auch dort brauchte man neben Gold, das man einmalig ausbringen musste, auch einen Bevölkerungsüberschuss, den man investieren musste. Das gibt es jetzt nur noch in dieser Spalte hier. Und hier in Grünburg habe ich jetzt hier schon das Weberhaus gebaut. Jetzt könnte ich als nächstes die Tuchmacher bauen. Das kostet 1500 und würde dann mir 125 mehr bringen. pro Runde. Ich mache aber erstmal Folgendes. Ich gehe erstmal hier nach Helmgard hin und investiere hier von den zwei Überschusspunkten bei der Bevölkerung einen und außerdem 1600 Gold. Jetzt sollte ich aber immer noch genug haben und jetzt sollte ich hier in Grünburg auch die hier investieren können und gehe dann hier wieder raus. Hier könnte ich im Prinzip auch investieren in Altdorf selber. Aber die Bevölkerungspunkte reichen nicht ganz und auch beim Gold war das jetzt etwas knapp. Jetzt habe ich immer noch 3423 plus und in der nächsten Runde wird es nochmal knapp 1000 mehr sein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und meine Truppen, mit denen will ich ja weiter nach oben, nach Weißmund marschieren. Da schnappe ich mir hier den Schatzmeister Wiegel Huldorf und parke den hier in Altdorf. Dann werden die Schwertkämpfertruppen von ihm auch schneller wieder aufgestockt und kommen auf volle Mannstärke. Dasselbe gilt auch für die Truppen von Karl Franz selber, die hier sehr schnell wieder genesen. Das ist klasse. Weitere Leute werde ich hier natürlich erstmal nicht rekrutieren. Man kann es auch übertreiben. Das ist erstmal okay.
Schwertkämpfer, Speerträger, Armbrustschütze, das ist von jedem ein bisschen etwas. Das kann ich, das ist so alles okay. Und bei den Technologien haben wir jetzt eine dazu bekommen. Beim Rundenwechsel, wir haben die Sergeanten der Staatstruppen freigeschaltet, was uns bei der Rekrutierung von imperialer Infanterie ein +2 bei der Einheitenerfahrung bringt. Als nächstes erforschen wir hier die Standarten der Staatstruppen. Das bringt in 8 Runden, ist es soweit, nochmal +5 Führerschaft, also +5 Moral für unsere Infanterie. Auch klasse. Weitere Forschungen sind im Augenblick nicht möglich, weil wir die jeweiligen Gebäude noch nirgendwo freigeschaltet haben. Wir bräuchten zum Beispiel mindestens eine Kaserne, um hier Versorgungswagen zu erforschen und so weiter. Dann würde ich euch gerne noch eine Sache zeigen, die ich euch bislang noch gar nicht gezeigt habe, ein Feature, nämlich hier die Zielvorgaben. Sieg in langer Kampagne, Sieg in kurzer, also ich glaube zumindest, ich habe es euch noch nicht gezeigt. Hier gibt es nämlich neben den Siegbedingungen noch die Kapitelziele. Und das habe ich euch noch nicht gezeigt. Das ist hier unterteilt, das Vorankommen in dem Spiel, bei der Kampagne, die wir spielen, der Kampagne des Imperiums, in verschiedene Kapitel. Und die Kapitel wiederum, die haben neben dem Primärziel, da steht hier, wir müssen 4 verschiedene Siedlungen erfolgreich bezwingen, sie entweder besetzen, plündern oder überfallen, sie niederreißen, wie auch immer, wir müssen sie erfolgreich erstürmt haben. In 2 von 4 haben wir das jetzt schon gemacht. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir das Primärziel des Kapitel 1 erreicht. Das wird also der Fall sein, wenn meine Pläne, unsere Pläne erfolgreich absolviert werden und wir sowohl Weißmund als auch Gorsel erfolgreich eingenommen haben. Je nachdem, was wir an Bonuszielen, an Sekundärzielen uns noch holen, gibt es noch extra Gold dafür. Also beim Primärziel gibt es bereits 200 Gold als Prämie. Bei dem Kapitel, bei dem Sekundärziel hier, bei dem Bonusziel Kriegerkönig, müssen wir 3 Armeen oder Garnisonen bezwingen, bekommen dann 1000 Gold geschenkt, wenn das Kapitel 1 beendet wird. Das haben wir schon erreicht. Wir haben sogar schon 6 erreicht. 6 Armeen oder Garnisonen bezwungen. Ähnlich gut sieht es auch hier aus, bei Stark wie Stahl, einem weiteren Bonusziel, einen Helden müssen wir rekrutieren, das haben wir schon geschafft. Das war unser Magier, nochmal 1000 Gold, wenn wir dazu bekommen, nochmal 1000 Gold, wenn wir eine Kaserne gebaut hätten, da sind wir noch ein Stück von entfernt. Kasernen können wir noch nicht errichten, weil wir dafür in Altdorf das zentrale Gebäude auf die Stufe 3 bringen müssen, das haben wir noch nicht gemacht. Die kostet allerdings, wenn man sie baut, dann auch 4000 Gold. Also da muss er schon einiges für auf den Tisch legen. Weiteres Bonusziel, man muss eine Mission absolvieren. Wir müssen mindestens 3 absolvieren, 2 haben wir erst geschafft. Da würden wir nichts für bekommen. Aber wir müssen die Abtrünnigen des Imperiums besiegen, das haben wir geschafft. Das heißt, wenn man da guckt, wo hier ein Häkchen ist, das kleine rote Häkchen, dann hätten wir diese 3 geschafft und würden in Summe 4000 Gold bekommen. Zu den 2000 dazu, das heißt, der Abschluss des Kapitel 1 spült uns einmalig 6000 Gold in die Kassen, das ist verflixt viel. Also auch durch eine expansive, offensive Spielweise, ohne in aller Ruhe irgendwelche Gebäude aufzuleveln, kann man hier durchaus einen guten Goldtaler machen. Das kann durchaus klappen. Okay, ich gehe jetzt mal auf eine Runde weiter. Wir beobachten jetzt unsere Rivalen und was ich hier bemerkenswert finde bei dem Spiel ist, wie rege Diplomatie betrieben wird von der KI. Es können immer irgendwelche Überraschungen passieren bei einem Rundenwechsel und ich bin verdammt gespannt, was uns jetzt geschieht. Wir müssen noch einen Fähigkeitenpunkt für den Imperator Karl Franz zuweisen und ich würde ja ganz gerne hier weiter die untere Reihe hier ein bisschen vervollständigen. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Die finde ich ganz gut bei einem großen Reich und legendären Anführer hatten wir geholt. Eiserne Disziplin wäre ganz gut, +1. Das hatten wir uns das ja schon geholt. Die beruhigende Gegenwart bringt uns einen geringeren Verschleiß. Das ist im Augenblick noch ziemlich Schnuppe. Oh, den legendären Anführer, da haben wir sogar 2 gegeben. Da machen wir noch 1. Da erhöhen wir die Rekrutierungskosten für die Armee. Die senken wir und die machen wir auf -15. Das hier nehme ich wieder zurück. Legendäre Anführer haben wir noch einen 3. Rekrutierungskosten sinken noch weiter. Das finde ich stark. Da sparen wir auch bares Geld, wenn wir expandieren. Alles klar? Alles klar. Eine Runde weiter. Beobachten, was die KI macht.
In solch unsicheren Zeiten könnte eine strategische Übersicht helfen, Herr. Ja, die wurden uns, die sind wir ja schon mal öfters reingegangen. Das ist hier strategische Übersicht, das ist, oder auch ein Tab. Das ist einfach diese Geschichte hier, wo man, finde ich, auch eine gute Übersicht hat. In abgewandelter Form gibt es das ja schon im Diplomatie-Menü. Und wir sehen, es hat sich machtpolitisch anscheinend nicht so viel verändert. Diese beiden Regionen gehören immer noch den Marienburgern. Und das überprüfen wir jetzt auch mal im Ereignisfenster. Krieg erklärt zwischen Carcassonne und den Plattnasen. Wo ist denn das? Wo sind denn die Plattnasen? Oh, ganz weit im Süden. Und Carcassonne auch weit weg. Das interessiert uns im Augenblick noch gar nicht. Wir haben neue Fraktionen kennengelernt. Die Zufbar. Ganz im Osten. Die Rotaugen haben wir kennengelernt. Im Nordosten gelegen. Das scheint, wenn ich das richtig sehe, sind das Grünhäuter. Oder sind das Zwerge? Ich glaube, Grünhäuter sind das. Und dann schauen wir uns noch Karak Katerin an. Hier, das sieht zwergisch aus. Ist das nicht erhaben? Schaut euch das mal an. Das sieht doch toll aus, oder? Ist das nicht wahnsinnig hübsch designt? Ganz toll gemacht. Ich finde die Kampagnenkarten immer schon bei der Totlobau-Reihe wunderhübsch. Aber das hier, das ist doch echt ein Traum. Total klasse. Echt großartig. Drehen wir noch ein bisschen. Und hier oben, da fließt sogar Wasser. Schaut mal hier. Und ein Wasserfall tropft da rein. Schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Und ich habe noch nicht mal die Grafikeffekte auf Maximum eingestellt, weil ich ja parallel noch aufzeichnen muss. Echt super. Ganz, ganz toll gemacht. Und wieder weg. Und ich drücke mal auf Position 1, auf die Home-Taste und zack, sind wir wieder in Altdorf und Nord- und Südachse ist wieder da, wo sie sein muss. Und wir schauen mal, ob wir irgendwo Feinde entdecken können. Sehen keine. Was ist das hier? Ja, das sind die Wiesenländer, das ist okay. Wie sieht es wohl hier aus in Marienburg? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung, wir können nicht reingucken. Wir schnappen uns unsere Armee und gehen mal gucken, wie gut Weißmund geschützt ist. Immer noch plus 983. Also dieser Expansionskurs, der bringt echt viel Geld ein. So, und mit denen ziehen wir jetzt hoch. Kommen wir in einer Runde bis da oben hin. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Klappt das in einer Runde Krieg? Ja, ganz, ganz knapp. Ich drehe die Karte mal ein bisschen. Um das genauer sehen. Ach, die... ist nicht ganz. Schaut mal. Oder? Da wird's rot. Könnte sein, dass es nicht klappt. Da geht der Pfeil von gelb in rot über. Kann sein, dass eine Runde fehlt. Ich mache mal Folgendes. Ich schnapp mir mal zur Verstärkung hier in Altdorf den Schatzmeister und gehe mit dem mal dichter gucken. Kommt der hier? Der kommt, der schafft das. Der kommt hier rein in einen Zug. Ohne, dass es rot wird. Dann mache ich Folgendes. Dann mache ich es genau umgekehrt. Dann nehme ich mir den hier zur Verstärkung, den Imperator, und ziehe mit dem nur in die Nähe. Sagen wir mal bis hierhin. Das sollte eigentlich reichen. Ja, wir kommen nicht bis ganz rein. Seht ihr, da wird's rot. Und jetzt gucken wir hier. Können wir einen Blick reinwerfen? Wie stark ist hier wohl die Verteidigung? Wir wissen es nicht, aber sonderlich stark geschützt sieht diese Siedlung nicht aus. 5 Garnisonsgröße. Wir wissen nicht, was für Einheiten, aber mehr als 5 sind es nicht. Dann gehen wir wieder rüber, schnappen uns die Armee und gehen mit dem Schatzmeister Wiegelhuldorf. Ziehen wir hier rein. Und er kommt jetzt tatsächlich direkt rein. Unter dem zweiten gelben Pfeil darüber seht ihr, dass der Karl Franz automatisch uns unterstützt. Attack! It is war! Wow. Und das ist die Garnison, die ihn unterstützt. 2 Schwertkämpfer, 3 Speerträger, alle mit starken Verlusten. Und hier haben wir noch Konroy von Wulfen. Und Schwertkämpfer und Pistoliere. Das machen wir auch per Automatikkampf, also das sehe ich nicht ein. Können wir Banner vergeben? Ja, wir können dieses Banner vergeben, das Vogelscheuchen-Banner.
Das verleihen wir unserem Dagobert. Nee, das verleihen wir auch unserem Imperator. Geht das? Nee, wir können nicht zwei Banner demselben Herrn geben. Dann geben wir das hier ihm her. Okay. Und klicken auf automatischen Kampf. Entscheidender Sieg. Alles andere wäre auch sehr befremdlich gewesen. Oh, 631 Gold, mal wieder erbeutet. 44 Leute verloren. Glitzernde Schuppenrüstung hat der Schatzmeister bekommen, Wiegel Huldorf. 63 Feinde gefangen. Und vom Feind bleibt nichts übrig. Niemand gefangen, alle getötet. Mann und Maus, Garnison und die Truppe von Konroy von Wulfen vernichtet. Da bleiben nur ein paar Gebeine übrig. Demnächst die abgenagten Knochen. Siedlung erobert, wie immer besetzen, leichte Einheiten verstärken. Wir wollen die Leute ja nicht, wollen ja keine Politik der verbrannten Erde hier betreiben. Konroy von Wulfen, unser Feind von der Fraktion Marienburg, ist in der Schlacht von Weißmund-Middenland gefallen. Das scheint ein Heldenkommandant oder auf jeden Fall eine ganz wichtige Figur auf der Gegenseite gewesen zu sein. Wir bekommen einen Grubenkämpfer dazu. Der Schatzmeister Wiegel Huldorf bekommt ihn. Das ist also ein weiterer Anhänger, der seinen Nahkampfangriff bei dieser Einheit verbessert. Und er erhält die glitzernde Schuppenrüstung, die gebe ich aber gleich dem Karl Franz weiter. Passive Fähigkeit, plus 3 Rüstung, plus 3 Nahkampfabwehr. Ein Schreiber erhält er auch, Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte um plus 8 erhöht und Einkommen aus allen Gebäuden plus 10% durch den Förster. Wow. Einkommen jetzt bei plus 1333. Und die hat keinen Bewegungspunkt mehr, die hier auch. Wie sieht der öffentliche Ordnung minus 16? Das ist natürlich nicht so gut. Wie sieht es hier aus in Karoburg? Öffentliche Ordnung minus 16. Wir nehmen die Steuern mit weg, dann ist es bei minus 12. Ihr seht aber, die Eroberung ist bei minus 10. Das ist ein Effekt, der wird allmählich weggehen. Und die Plünderung minus 3 wird weggehen. Das heißt, minus 13 können wir, wenn es auf Dauer geht, da noch subtrahieren. Das ist eigentlich okay. Wird also sich irgendwann wieder einpendeln. Und hier in Weißmund, dann ist es vermutlich ähnlich. Auch hier die minus 12. Das wird alles noch okay sein. Ja. Prima. Was ich mir jetzt noch anschauen möchte, ist natürlich beim Imperator Karl... Ach, das machen wir in der nächsten Runde. Das Zuweisen von Rüstungen und irgendwelchen anderen hübschen Dingen und Anhängern hin und her verteilen. Das machen wir alles zu Beginn der nächsten Folge. Diese Gelegenheit noch will ich natürlich nutzen, um euch im Nachhinein einen schönen guten Morgen zu wünschen. Das war die Frühstücksfolge um 7 Uhr morgens am Montag, dem 23. Mai. In einem Tag ist es soweit. Da erscheint Total War Warhammer und wenn ihr mögt, könnt ihr das Spiel dann selber zocken. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und ich wünsche euch noch, dass wir noch möglichst viele gemeinsame Folgen hinkriegen werden. Ich weiß noch nicht genau, wann die nächste kommt. Ich werde nämlich heute und morgen und übermorgen jeweils noch ein Special-Video herausbringen zu Total War Warhammer. Die nehme ich mit dem Christian Weigel, mit meinem Freund, dem Spielejournalisten, zusammen auf. Die sind ein bisschen aufwendig. Es gibt auf jeden Fall weitere Let's Play-Videos hiervon jeden Tag, aber ich kann im Augenblick nicht sagen, wie viele es sein werden und an welchen Tagen sie rauskommen werden. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich gebe mein Bestes. Bis dann. Tschüss.